Herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zu diesem schaumigen Video heute hier mit der Dodo Juice Foam Cannon in diesem weiß-türkis-Design. Ich zeige euch schon im Video, wie man das Teil zusammenbaut und dann schnappt sich das Teil hier der Gabriel und wird mal hier sein Audi TT damit einschäumen. Und wir geben euch mal unser Feedback hier zu dieser Schaumkanone. Ist ihr Geld wert? Weil so vom ersten Eindruck her macht das schon einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Los geht's. So, ich habe da mal die grobe Zusammensetzung. Ich habe das Teil nochmal auseinandergebaut. Ich habe es natürlich vorher schon ein bisschen durchgetestet. Also hier die Kappe drauf machen, wenn es noch nicht drauf ist, dann den Schlauch hier unten anstecken. Ich glaube, dafür braucht ihr jetzt keine Bildanleitung, das ist einfach nur draufschrauben. Jetzt ist natürlich auch ein bisschen Dichtband dabei und das wickelt ihr hier drum. Um das Gewinde ungefähr, sagen wir mal, maximal 3 Mal hier ums Gewinde rum. Und dann könnt ihr das hier vorne als erstes reindrehen. Wie gesagt, bei mir ist es jetzt schon ein bisschen genutzt und es empfiehlt sich auch immer, wenn ihr das demontiert und irgendwann mal wieder montiert, immer wieder frisches Band zu nehmen, aber das wisst ihr ja, ich mache es jetzt einfach noch mal für euch hier zur Demonstration. Dann im Anschluss natürlich mit einem kleinen Schraubenschlüssel auch ein bisschen festziehen hier. Ich mache es erstmal nur handfest. Ihr macht das dann wirklich nur so, tschack, mit dem Maulschlüssel ein bisschen fester. Dann nicht gleich hier die Kupplung draufstecken, sondern erstmal das beides miteinander verbinden. Einmal hier den Kercheadapter und den Schnellanschluss hier für die Variante. Das heißt auch hier wieder Dichtband drum. Bei mir hat es das hier schon reingezogen. Deswegen auch hier, wenn ihr das dann macht, 3-mal oder 4-mal Dichtband drum. Und dann dreht sich das hier wunderbar drauf und dichtet sich somit ab. Auch hier vielleicht per Hand und mit einem Maulschlüssel einfach mal kurz so ein bisschen zack festziehen. Wenn ihr das nicht richtig festmacht, kann es sein, wenn ihr das montiert, dass euch das hier wieder locker wird. Also einmal richtig festziehen und jetzt, der Rest ist eigentlich spielt einfach. Es wird hier nur noch per Schnellkupplung zusammengesteckt, wie so ein Druckluftanschluss. Und dann baut ihr das hier drauf. So, und jetzt habt ihr hier eure Schaumkanone fertig montiert und ja, was jetzt die Eigenschaften vor allen Dingen hier von dem Teil sind und nein, das ist nicht locker, das ist extra so gewollt, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam mit Gabriel in Ruhe an. Ich mache das immer so, 500 ml Wasser rein und dann 3 Kappen davon. Ihr könnt das aber auch, ich muss sagen, der Preis von dem Snowfoam ist so gut, ihr könnt das auch ein bisschen so freihand dosieren. Aber 3 Kappen ist so mein Standardmaß, das funktioniert eigentlich immer ganz cool. Das Gewinde oben ist auch so gut gemacht, dass es eigentlich sehr, sehr fix geht mit draufschrauben. Genau. Kann man genauso bestätigen, ja. Ja, funktioniert echt gut. Und dann steht die von alleine, stell sie mal hin. Ja, perfekt. Das ist auch so ein Ding, manche Snowfoam-Kanonen sind unten rund. Ja. Also ist jetzt ein kleines, eigentlich ein Feature, wo man sagt, das ist eigentlich selbstverständlich, aber das ist nicht selbstverständlich. Und der Vorteil ist auch, das Teil steht wirklich auch sicher, wackel mal so ein bisschen. Also es ist nicht so, dass es irgendwie kopf- oder hecklastig ist oder umfällt, weil da haben wir auch Snowfoam-Kanonen, die, wenn du die hinstellst, da reicht ein Windstoß und da fallen die um. Also einfach so ein Feature ist cool, dass dabei ist und jeder kennt es, wenn das Teil mal umkippt, macht halt einfach keinen Spaß. So, jetzt bauen wir es hier an den Hochdruckreiniger ran. Ihr könnt das in jeder Position befestigen. Und was meine ich damit? Wenn Gabriel das jetzt hier hinkriegt. So, so und jetzt sieht man den Vorteil. Genau, jetzt zeigt das schon. Fällt dir was auf? Du hast halt einen drehbaren Verschluss, also das heißt, du kannst halt relativ flexibel die Form kennen, genau. Bewegen. Und das kommt durch die Schnellkupplung, die drauf ist. Bei den anderen Hochdruckreiniger-Schaumlanzen ist es so, wenn du das falsch ansetzt, dann zeigt die Schaumkanone nach oben. Ja. Und nicht in der richtigen Position. Und hier hast du jetzt den Vorteil, weil du kannst ja hier vorne an der Düse einstellen, also in dem blauen Bereich stellst du hier ein, kannst ja mal drehen, einen blauen Bereich hier oben, dann drehst du den praktisch den Bereich, ob du das horizontalen, am blauen oder am türkisen Bereich, genau, am Kopf, andere Richtung, da stellst du jetzt ein, ob du das praktisch horizontal oder vertikal willst, den Sprühstrahl. Okay. So, und was würde jetzt passieren? Du stellst vertikal ein oder horizontal, wie jetzt, und bewegst praktisch die Lanze bei einer anderen Schaumkanone. Was würde passieren? Na, du bist halt eingeschränkt von deiner ganzen Bewegungsrichtung. Ja, du würdest praktisch nicht mehr horizontal sprühen, sondern du würdest es dann einfach genau wie du das Teil neigst, so würde das dann sprühen. Das heißt, diese Einstellung ist eigentlich für die Katz, weil du das immer genau selber beachten musst. Hier ist es so, du stellst horizontal ein und das Ding bleibt immer horizontal. Ja. Ne? Egal wie du die Lanze hinten neigst. Ne? Genau. So, und jetzt kannst du mal wieder vertikal stellen. Einfach am blauen Bereich drehen. Genau, also wie gesagt, Gabriel hatte so ein Teil, das ist so ein Ding noch nie irgendwie eine Benutzung. Und hier vorne stellst du den Winkel ein. Guck mal, von diese zwei Plättchen und wenn du jetzt dran drehst,
Siehst du, dann gehen die auseinander. Jetzt hast du einen richtig dicken Snowfoam-Strahl, aber wir werden es natürlich ein bisschen weiter zusammen machen, damit man einen kleinen Winkel bekommt. Das probieren wir dann einfach mal aus. Da kannst du dann selber noch ein bisschen verstellen. Genau. Also nur, dass man mal die Funktion sieht. Ansonsten Zufuhr mache ich immer auf volle Leistung. Und das gucken wir uns auch mal vom Verbrauch an. Und jetzt sprühen wir mal hier ein bisschen aufs Auto. Kannst den Winkel ruhig noch ein Stück größer stellen. Heißt wieder enger drin. Weiter Platten zusammen, genau. Einfach ein bisschen experimentieren. Irgendwann hat man seine Einstellung. Ja. So, und da haben wir jetzt hier den ganzen Schaum drauf. Hat auch einen guten Feuchtigkeitsanteil und macht einen super schön deckenden Film. Ist nicht so dicht und weiß, aber dafür wunderbar deckend. Sieht man auch hier an der Scheibe oder oben auf dem Dach. Also es hat überall einen wunderbaren Schaumfilm drauf. Es bringt euch nichts, wenn das hier so richtig dick ist und in Krusten da unten läuft. Das ist deckend. Auch hier sieht man es schön, selbst hier überall einen richtig schön deckenden Film und auch hier klebt der wunderbar. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Kommt nicht darauf an, dass das hier dick ist wie Schaumwolle, sondern das muss deckend sein. Und das funktioniert beim FX Protect sehr, sehr schön zuverlässig. Und wer noch dichteren und mehr Schaum will, der macht einfach noch 2-3 Kappen mehr rein und dann sieht es folgendermaßen aus. So, das ist der Snowfoam, den alle sehen wollen. Ne? Ja. Schön dick. Schön Schlagsahne, aber ihr seht auch hier, ja, da ist natürlich dann immer gleich ein bisschen zu schwer. Also macht es, wie gerne ihr möchtet. Es geht mit mehreren Varianten. Sucht euch was raus. Habt Spaß dabei, darauf kommt es an. Und die Preise vom Snowfoam, die sind auch nicht mehr so die teuersten, muss ich mal ganz klar sagen. Passt, sehr, sehr cool. Also kurzes Feedback hier zur DodoJuice Schaumkanone. Funktioniert sehr, sehr schön, qualitativ sehr hochwertig, sehr schöne Verbindungen. Ich finde es cool, dass die auch immer senkrecht bleibt, wenn ihr hier diese Schnellkupplung natürlich mit verbaut, die ihr auch verbauen müsst, weil sonst könnt ihr es nicht montieren. Also das klappt sehr, sehr schön. Schaut es euch gerne mal an, wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare rein. Verbrauch geht auch in Ordnung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal auch hier vielleicht wieder mit Gabriel. Haut rein!